Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Kollege Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Europa, Deutschland und Hessen sind in einer sehr schwierigen Situation. Und der Grund dafür ist der brutale Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Wir haben Sorge vor Energieknappheit. Wir kämpfen mit steigenden Preisen. Viele Menschen und viele Unternehmen bei uns haben ein Problem. Und wir müssen gerade armen Menschen helfen. Ich glaube, das ist unstrittig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass den höchsten Preis für diesen Angriffskrieg Russlands die Menschen in der Ukraine bezahlen und nicht wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und bei manchen Redebeiträgen, ich muss es jetzt leider mal so sagen, von rechts außen und von links außen geht das ein bisschen unter heute. Und es ist völlig richtig, Waffen schaffen keinen Frieden. Aber sie können nicht mit jemandem verhandeln, der gekommen ist, um sie zu töten. Und das genau ist der Punkt, um den es geht. Man muss manchmal auch in einer solchen Extremsituation auch durch Waffen eine Situation schaffen, in der dann der Aggressor überhaupt bereit ist, zu verhandeln. Ich glaube, das geht manchmal unter. Ja, wir befinden uns nach der Corona-Krise in einer weiteren schweren Krise. Einerseits in einer humanitären Krise und natürlich andererseits auch in einer Energiekrise. Und jetzt haben alle, ich betone alle, Bundesregierung, Landesregierungen, aber auch alle verantwortlichen politischen Parteien die Aufgabe, ihre Verantwortung in einer solchen Situation wahrzunehmen. Und wenn auch da manches ein wenig durcheinander geht, ja, Putins Russland führt einen militärischen, imperialistischen Angriffskrieg auf die Ukraine, und er führt einen Energiekrieg gegen uns. Nicht wir führen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Russland führt einen Energiekrieg gegen uns, um das vielleicht auch mal ein wenig klarzustellen. Und als heute Morgen die Nachrichten kamen, dass Putin die Teilmobilmachung in Russland angekündigt hat, natürlich kriegt man da im ersten Moment einen Schrecken. Aber wenn man mal ein bisschen überlegt, liebe Kolleginnen und Kollegen, und dann darüber nachdenkt, dass man in Russland diesen Krieg noch nicht einmal einen Krieg nennen darf, und derselbe, der Leute bestraft, die nicht Spezialoperationen gesagt haben, jetzt sich gezwungen sieht, eine Teilmobilmachung auszurufen, dann kann ich Ihnen sagen, ich glaube, dass das System Putin seinem Ende entgegengeht. Und das, finde ich, sollten wir auch bei allem, was wir jetzt tun, immer mit bedenken. Wir haben eine humanitäre Krise. Und ich will das auch einmal sagen, alleine wir in Hessen haben 80.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen in den letzten 7 Monaten. Das war eine große Anstrengung von Städten, von Gemeinden, von Kreisen, von den Verwaltungen, von den Kommunen und des Landes. Es war aber auch eine große Leistung vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich da engagiert haben. Und deswegen will ich hier auch Danke sagen dafür, dass das in den letzten 7 Monaten bei allen Anstrengungen, die es auch bedeutet hat, doch mit so viel Engagement gelungen ist. Und ja, wir haben früh mit einem Aktionsplan Ukraine auf genau diese Situation reagiert. Und wir werden natürlich, das ist ja völlig klar, am Freitag, den 30.09., wenn auf Einladung des Ministerpräsidenten die Sozialverbände dabei sind, die kommunalen Spitzenverbände dabei sind, natürlich auch über die Frage reden, ob wir da noch mehr tun müssen in Sachen Sprachförderung, bei der Unterstützung von Schulen und Kitas. Das ist völlig klar, weil das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Und wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Energiekrise, weil wir abhängig von Russland waren. Im letzten Jahr sind 55% des Erdgases, 50% der Steinkohle, ungefähr 30% des Erdöls, was nach Deutschland importiert worden ist, aus Russland gekommen. Und wir waren natürlich auch erpressbar. Herr Lambrou,
Wenn die AfD dafür plädiert, Nord Stream 2 aufzumachen, dann sollten Sie ruhig sein, was Erpressbarkeit angeht. Also, komm. Herr Lambrou, Sie kennen die fünfte Kolonne. Gucken Sie mal. Denken Sie mal nach. Denken Sie mal nach. So, ich komme zurück zur Sache. Wir sind momentan bei Steinkohleimporten von 0%. Wir sind beim Erdöl noch bei 10 bis 12%. Das ist die Druschbarleitung, die nach Schwedt geht, die Ende des Jahres ebenfalls abgeschaltet werden wird, von welcher Seite auch immer. Da wissen Sie, dass gerade dabei Maßnahmen sind, um das sicherzustellen. Und wir sind beim Erdgas seit 2 Wochen auch bei 0%. Weil nämlich Gazprom mal wieder angeblich eine Schraube entdeckt hat, die irgendwie falsch rum reingedreht ist. Und ich kann Ihnen sagen, ja, manche Sachen aus der Vergangenheit sind schwer erklärbar. Warum wurde der größte deutsche Gasspeicher 2015 an Gazprom verkauft? Ja, schwer erklärbar. Schwer erklärbar. Warum haben wir im letzten Jahr nicht gemerkt, dass der gar nicht befüllt worden ist? Aber Sie wissen es, seit dem 24. Februar arbeiten alle, Bund und Länder, gemeinsam daran, dass wir eine solche Situation in diesem Winter schaffen, dass wir über diesen Winter kommen können, auch ohne russisches Gas. Und ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich gelingt, am 20. September einen Füllstand von 90% der Gasspeicher zu erreichen. Das ist eine gemeinsame Leistung von allen. Und das kann uns ein wenig beruhigen bei der Frage, wie wir auch ohne russisches Gas über diesen Winter kommen, damit wir uns aus dieser Erpressbarkeit auch befreien können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es ist teuer. Viele Unternehmen sind in großer Sorge vor teilweise drastischen Preissteigerungen. Und natürlich muss der Staat helfen. Und natürlich muss der Staat möglichst gezielt denjenigen helfen, die von diesen Preissteigerungen überfordert sind. Und der Staat wird helfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden nicht alle Belastungen tragen können. Das geht nicht. Und deswegen muss diese Hilfe natürlich möglichst zielgenau sein. Und die Entlastungspakete 1 und 2 sind von Bund und Ländern, das sind ja jeweils Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat gewesen, auf den Weg gebracht worden. Über das Entlastungspaket 3 wird momentan verhandelt. Wir hatten letzte Woche Energieministerkonferenz. Der Chef der Staatskanzlei ist heute bei der Konferenz der Chef der Staatskanzleien. Der Ministerpräsident wird nächste Woche bei der Ministerpräsidentenkonferenz sein. Sie kennen das. Es geht natürlich ums Geld. Wer trägt welche Belastung zwischen Bund, Ländern und Kommunen? Aber es ist klar, alle wissen das, wir brauchen eine Einigung, die für alle tragbar ist und den Menschen hilft. Und daran arbeiten wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wissen Sie, Herr Schalauske, wenn Sie mal Ihre Rede sozusagen ein bisschen sich anschauen, die hätten Sie auch genauso vor 7 Monaten halten können. Und wenn man gar nicht sieht, was in den letzten Monaten an Entscheidungen zugunsten von armen Menschen in diesem Land getroffen worden ist, dann will man es offensichtlich nicht sehen. Dann will man es offensichtlich nicht sehen. Wir haben deutliche Mindestlohnerhöhungen. Der nächste Schritt kommt am 1. Oktober mit 12 Euro. Wir haben Energiepreispauschalen im Entlastungspaket 3 jetzt auch für Rentner und Studierende. Es gibt die Heizkostenzuschüsse für Wohngeldempfänger. Es ist beschlossen worden, die Midijobs auszuweiten. Das ist eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, gerade für Geringverdienende. Die Kindergelderhöhung, die Erhöhung des Kinderzuschlags. Wir verhandeln über die Wohngeldausweitung. Da tragen Bund und Länder jeweils die Hälfte an Kosten. Aber es ist richtig, genau diejenigen zu unterstützen, die nicht in der Grundsicherung sind, aber die eben oben drüber sind, aber eben auch nicht viel Geld haben. Genau darüber verhandeln wir gerade. Zum 1.1. wird das Bürgergeld eingeführt mit einer deutlichen Erhöhung des Regelsatzes. Der Verzicht auf die Doppelbesteuerung bei den Renten, ein ewiges Thema. Und wenn es auch nicht allen gefällt, selbst die Steuerentlastungen, damit die kalte Progression nicht eintrifft,
helfen ja auch Geringverdienern, weil der Grundfreibetrag deutlich erhöht wird. Also, wenn man das alles nicht sehen will und dann ständig weiter behauptet, dass quasi sozusagen die einen in der Obdachlosigkeit landen und niemand irgendwas tut für arme Leute, dann will man es offensichtlich nicht sehen. Und das genau, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das, was ich meine, wenn es darum geht, in einer schwierigen Situation Verantwortung wahrzunehmen oder eben zu spalten und teilweise sogar die Leute aufzuhetzen. Ich würde mich immer dafür entscheiden, zielgenau armen Leuten zu helfen und genau diese Verantwortung wahrzunehmen. Und deswegen, letzter Punkt zur Entlastung. Ja, wir reden auch über das Energiekostendämpfungsprogramm und die Frage, wie wir das für kleine und mittlere Unternehmen öffnen können. Da gibt es bereits jetzt Gespräche zwischen Bund und den Ländern über die Administration eines solchen Programms. Das muss dann ja auch abgewickelt werden. Aber auch da müssen wir noch die Frage beantworten, wie das alles finanziert wird. Das ist auf jeden Fall noch zu klären, auch zwischen Bund und Ländern und innerhalb auch der Bundesregierung. Wir haben uns im Land mit einem ressortübergreifenden Krisenstab Gas vorbereitet auf eine Notlage, die hoffentlich nicht eintreten wird, siehe Füllstand der Gasspeicher. Wir haben für unsere eigene Verwaltung Maßnahmen eingeführt zur Energieeinsparung mit dem Ziel, 15% Wärme und 5% Strom einzusparen. Wir sind im Gespräch mit den Kammern, mit den Spitzenverbänden, mit der Energiewirtschaft, mit dem Verband der chemischen Industrie, den größten gasverbrauchenden Unternehmen. Der Ministerpräsident hat am 10. August zum Gasgipfel eingeladen. Ich habe schon erwähnt, am 30. werden wir die Sozialverbände und andere bei uns haben, um auch über die Frage zu diskutieren, welche Maßnahmen wir hier im Land noch zur Ergänzung der Maßnahmen auf Bundesebene ergreifen können. Aber das ist mir ganz besonders wichtig. Neben all diesen kurzfristigen Maßnahmen müssen wir auch über die Frage diskutieren, was können wir denn mittel- und langfristig tun, damit wir eine Situation haben, die am Ende wirklich dauerhaft hilft. Und deswegen, ich kann es Ihnen nicht ersparen, natürlich geht es auch um die Frage von Energieeinsparung, von Energieeffizienz und des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Sonne und Wind kann uns Putin nicht abstellen, und sie haben auch keine Brennstoffkosten. Und deswegen auch das gehört dazu, müssen wir alle auch vor Ort dafür sorgen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht mehr blockiert, sondern vorangetrieben wird. Und wir müssen natürlich den Menschen auch beim Energiesparen helfen, durch Tipps, aber auch durch Zuschüsse, durch Investitionszuschüsse. Und auch darüber reden wir bei der Sanierung von Wohnungen. Ich weiß überhaupt nicht, warum Sie so dazwischenrufen die ganze Zeit. Wissen Sie? Nein. Wissen Sie, Herr Lambrou, wenn ich das Lied Putins singen würde, so wie Sie, dann würde ich mich schämen, anstatt hier so einen Unsinn dazwischen zu rufen. So einen Unsinn. Aber gut. Herr Minister, Sie denken trotzdem an die Redezeit, die vereinbart wurde. Ich komme zum Schluss. Wir sind uns als Landesregierung der schwierigen Situation bewusst. Wir versuchen durch zahlreiche Maßnahmen, durch Zuschussprogramme, durch viele Kontakte, Gespräche, alles dafür zu tun, damit wir durch diese schwierige Situation kommen. Und ich füge es hinzu, die Mehrheit, die demokratische und verantwortliche Mehrheit in diesem Land, auch in der Politik, lässt sich nicht spalten. Wir können, wenn wir das gemeinsam machen, diese Krise bewältigen und am Ende sogar gestärkt aus ihr hervorgehen. Aber das liegt an uns und bei der Frage, wie wir das jetzt machen und ob wir das gut machen. Diese Landesregierung jedenfalls ist genau dabei, an einem solchen Programm zu arbeiten, gemeinsam mit anderen, damit wir am Ende gut durch diese Krise kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren!
Es gab heute Wortbeiträge von links und von rechts, die nicht unwidersprochen an dieser Stelle auch von uns Freien Demokraten stehen bleiben können. Und darum will ich noch einmal ganz klar machen, um was es in diesem Land geht, in diesem Winter und im nächsten Winter auch. Weil es geht um nichts weniger als unsere Demokratie, unser Land und um die Freiheit, die wir in diesem Land genießen, um unseren Wohlstand. Darum geht es, um nichts anderes. Und liebe Kolleginnen von links und von rechts, von links und von rechts. Ich will mal kurz zu Ihnen als AfD sprechen und auch zu den Kollegen von den Linken. Wir wissen historisch in unserem Land, dass die Mörder der Demokratie die Demagogen sind, die den Menschen Dinge vorgaukeln, keine Lösung, sie verführen, sie in einer Art und Weise versuchen zu instrumentalisieren, um die Wurzeln dieser Demokratie, diese Stärke zu erproben und uns alle mit unserer Demokratie zu hinterfragen und unser System an sich zu bekämpfen. Und das ist hier in Ihren Reden durchgeklungen. Das bereiten Sie vor mit dem, was Sie hier heißen Oktober, heißen Herbst nennen. Das ist das, was Sie wollen. Sie instrumentalisieren die Angst der Menschen zum Schaden unserer Demokratie. Und dem werden wir uns als Freie Demokraten mit aller Kraft entgegenstellen. Und es ist doch überall ersichtlich, autoritäre Politiker in der ganzen Welt, autoritäre Systeme haben Angst vor der Demokratie. Wir greifen niemanden an, aber sie fühlen sich bedroht von der Freiheit der Menschen, von dem Zauber der Demokratie, von unserem Wohlstand, von dem, was wir erreichen. Das macht Menschen wie Putin Angst, und darum sind sie aggressiv, und darum greifen sie Demokratien an, und darum kämpfen sie gegen uns, obwohl wir nie diese autoritären Systeme bedroht haben und angegriffen haben. Wir werden bedroht von autoritären Systemen, und wir als Demokraten müssen und wir werden uns wehren, sehr geehrte Damen und Herren. Und jeder, der in so einer Krise sagt, lasst uns doch Russland nachgeben, lasst uns auf die Knie gehen vor Putin, lasst uns nachgeben, lasst uns das Gas nehmen, lasst uns einfach die Sanktionen zurücknehmen, der sagt ganz klar, er steht nicht zu dieser Demokratie. Er geht in die Knie vor Autokraten. Und das ist die völlig falsche Politik, die Sie als AfD und Sie als Linke hier vertreten. Verklausuliert, aber Sie vertreten sie, sehr geehrte Damen und Herren. Wissen Sie, Herr Lambrou, Sie sagen immer, wir sind auch eine demokratische Fraktion. Ja, Sie sind demokratisch gewählt, aber das heißt noch lange nicht, dass Sie Demokraten sind, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist nämlich ein absoluter Unterschied. Das schreibe ich Ihnen einmal in Ihr Stammbuch, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt, liebe Kolleginnen von der Kolleginnen und Kollegen von der Landesregierung, ich höre immer bei Ihnen, wir wollen als demokratische Mitte dieses Land verteidigen. Wir sind dazu bereit, die SPD ist dazu bereit. Seit dem großen Streit um die Schuldenbremse hat diese Landesregierung die Kommunikation mit der Opposition in Krise eingestellt. Wo haben Sie denn mit uns über das Ukraine-Paket gesprochen? Wo haben Sie mit uns über den Gasgipfel gesprochen? Was ist mit dem Sozialgipfel? Sie machen ihr eigenes Ding ganz allein mit ihrer einen Stimme Mehrheit in diesem Hessischen Landtag. Sie sprechen von demokratischer Mitte, aber Sie schlagen die Hand aus, die SPD und FDP Ihnen reichen in dieser schwersten Krise, die auf uns zukommt, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist auch verantwortungslos von dieser Regierung. Das will ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Und meine Hoffnung war, dass der neue Ministerpräsident diesen Kurs, den Volker Bouffier am Ende seiner Amtszeit völlig unverständlicherweise eingeschlagen hat, diesen zu beenden und wieder die demokratische Mitte in einer Krise zusammenzuführen, wie es in der Flüchtlingskrise hier war mit Thorsten Schäfer-Gümbel, Volker Bouffier und den anderen Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Mitte. Und wie wir es auch am Anfang der Corona-Krise hatten, als Sie dann aber die Schuldenbremse untergraben wollten und hier mit dem Kopf durch die Wand gegangen sind, mit einer Stimme Mehrheit. Seitdem gibt es diesen demokratischen Konsens hier im Hessischen Landtag als eines der wenigen Parlamente in ganz Deutschland nicht mehr. Und ich möchte von Ihnen, Herr Ministerpräsident, dass Sie das beenden und dass wir wieder an den Tisch zurückkehren, weil dieses Land braucht eine starke demokratische Mitte in diesen schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, sehr geehrte Damen und Herren. Und Tarek Al-Wazir hat hier etwas gesagt, einen zweiten Teil, nämlich die Bewältigung der Krise. Er hat gesagt, es liegt an uns. Und er hat gesagt, wir werden gemessen werden, ob wir diese Krise gut bewältigen oder nicht.
Ich kann Ihnen nur sagen, seien Sie ehrlich zu den Menschen, damit sie sich gut auf die Krise vorbereiten können. Weil egal, was der Staat tut, es werden harte 2 Jahre für jeden Bürger und Bürgerin in unserem Land. Und das muss jedem klar sein. Es muss jedem klar sein. Der Staat wird nicht jeden schützen können. Wir müssen genau gucken, wo wir helfen können. Die Bundesregierung hat jetzt 100 Milliarden mobilisiert. Da werden die Länder auch ihren Teil dazu beitragen müssen. Man kann nicht nur reden und fordern, muss als Land dann auch am Ende solidarisch sein mit der Bundesregierung, damit diese Projekte und dass diese Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger auch laufen können und vorangehen können. Auch da haben Sie eine Verantwortung als Landesregierung. Sehr geehrte Damen und Herren. Kollege Rock, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Danke, komme ich. Wir haben uns geeinigt in Berlin auf den Ausstieg aus der Atomenergie in dieser Koalition. Ich war da selbst dabei. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Und es spricht doch keiner davon, neue Atomkraftwerke zu bauen. Es spricht auch keiner davon, in Rückkehr in diese Politik. Aber es spricht jeder davon, dass wir alles tun müssen, um Schaden von diesem Land abzuwenden. Und das heißt, dass jedes Kohlekraftwerk und jedes Atomkraftwerk, das uns unterstützen kann, durch diese Stromkrise zu kommen, jetzt ans Netz muss und laufen muss. Das ist eine Frage nicht der Ideologie, das ist eine Frage der Vernunft in diesem Land. Und jede Partei, die sich dem verweigert, zockt mit der Zukunft dieses Landes. Und das ist nicht die Politik der Freien Demokraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Kollege Andreas Lischert, AfD-Fraktion. Danke sehr, Herr Präsident. Verzeihung. Ja, ganz offensichtlich haben Sie alle Angst vor der Spaltung. Vor der Kernspaltung genauso wie vor der Spaltung der Gesellschaft. Und Herr Abgeordneter Rock, ich muss ja manchmal auch wirklich meiner Bewunderung Ausdruck verleihen. Also, dass Sie hier quasi mit einem Post-it gefühlt stundenlang reden können, das nötigt mir Respekt ab. Und allerdings die Kaltschnäuzigkeit, mit der Sie uns eben gerade Demagogie untergeschoben haben, um dann eine dermaßen demagogische Show hier abzuziehen, diese Kaltschnäuzigkeit, die mag zum politischen Betrieb dazugehören, aber die möchte ich mir niemals abgucken. So, und jetzt müssen wir natürlich auch mal ein bisschen inhaltlich einsteigen. Der Kollege Stirböck hatte ja gesagt, es ist Gaga, die Kernkraftwerke jetzt nicht weiterlaufen zu lassen. Da hat er recht. Aber es war auch vor 11 Jahren Gaga, die Kernkraftwerke abzuschalten. Und wer war denn damals in der Bundesregierung? Wer hat denn damals den Quatsch mitgemacht? Innerhalb von einem halben Jahr 2 Energiewenden hinzulegen. Erst die Laufzeitverlängerung und dann nach Fukushima diese völlig irrationale Panikreaktion. Das muss sich die FDP zurechnen lassen. So, nun kommen wir zur Spaltung der Gesellschaft. Die Spaltung der Gesellschaft ist doch ein Symptom und Ergebnis fehlgeleiteter Politik. Sie müssen, ja, Herr Bellino, da müssen Sie sich mal entscheiden, sind wir jetzt alles Halbverrückte oder sind wir so mächtig, dass wir die ganze Gesellschaft spalten können? Also, das sollten Sie mal versuchen zu sortieren. Und Sie wollen doch diese Spaltung angeblich heilen. Und es sind ja auch immer wieder Einzelmaßnahmen genannt worden. Sie sind stolz auf das Energiegeld, 300 €. Ja, das ist zum Teil weniger, als Familien jetzt an höheren Vorauszahlungen leisten sollen. Und da wollen Sie sich am liebsten Orden umhängen. So heilen Sie die Spaltung nicht. Und Sie spalten weiterhin. Sie vertiefen die Spaltung, wenn Sie die protestierenden Bürger jetzt auch noch kriminalisieren wollen. Und es ist schlichtweg ein Skandal, dass jetzt auch in Hessen ein neuer Phänomenbereich, so heißt das ja im VS-Jargon, auch hier eingeführt wurde, die VS, also verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Damit wollen Sie die Proteste gegen die Regierung und die falsche Politik von vornherein delegitimieren und kriminalisieren. Und dann beweihräuchern Sie sich noch selbst, dass Sie die Demokraten in diesem Land sind. Das ist selbstentlarvend, meine Damen und Herren. Was dahinter steht, ist nichts anderes als eine Rationierung der Bürgerrechte nach Gesinnung. Und das machen wir nicht mit.
Wenn Sie das Schulschwänzen für das Klima gewissermaßen zur Schüler- und Bürgerpflicht erklären wollen, aber gleichzeitig aus Protesten gegen das Regierungshandeln eine Staatsgefährdung ableiten, dann muss man doch die Frage stellen, woher kommt denn diese Staatsgefährdung? Wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass unser Gemeinwesen, unser Staat offenbar am seidenen Faden hängt? Das sind doch Sie. Das ist doch 16 Jahre Merkel, was daraus spricht. Das Kernproblem ist und bleibt, Taten und Worte passen einfach nicht zusammen. Herr Ministerpräsident, ja, es gab den Gasgipfel. Was sind denn die konkreten Ergebnisse davon? Und wenn Sie sich danach hinstellen, oh, ist kein Grund zur Panik, dann ist doch genau das der größte Grund zur Panik. Ja, es wird doch hier nur, wenn Durchhalteparolen in die Welt gesetzt, und das haben wir auch hier wieder gesehen, statt Antworten auf die elementaren Fragen der Bürger, haben wir hier ein Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der größte Putin-Hasser im Land? Das löst die Probleme der Bürger aber nicht. Was ist denn aus Habecks Satz geworden? Der Habeck sagt ja manchmal auch was Kluges und Richtiges. Zum Beispiel, dass die Sanktionen natürlich Russland härter treffen müssen als uns. Was ist denn daraus geworden? Handeln Sie danach. Und apropos Sanktionen, und damit komme ich auch schon zum Schluss. Der Herr Abgeordnete Grumbach hat ja das hohe Lied auf die Sanktionen und ihren Wert in einem, in meinen Worten jetzt mal, regelbasierten Multilateralismus dargestellt. Das klingt gut. Aber wie weit ist es denn her mit diesem regelbasierten Multilateralismus? Man kann es gewissermaßen historisch tragisch nennen, aber gerade rot-grün geführte Regierungen haben leider eine Tradition, mit genau diesen Regeln zu brechen. Ich sage nur 1999, als es eine rot-grüne Bundesregierung war, die Deutschland in den grundgesetzwidrigen Krieg gegen Jugoslawien geführt hat. Es gab kein UN-Mandat, es gab keinen Bündnisfall. Sie haben wieder einmal sind Sie unter Ihrer eigenen Messlatte durchgelaufen. Und das tun Sie auch hier Tag ein, Tag aus. Und die Bürger werden Sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Vielen Dank, Kollege Lischert. Das Wort hat der Abg. Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will gleich zu Beginn dieser kurzen Intervention noch einmal eines klarstellen. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, wenn der Vertreter einer politischen Organisation, die Nationalismus und Chauvinismus und die Abwertung von Menschen predigt, hier auf einmal das hohe Lied des Friedens zu beginnen zu singt. Da, glaube ich, muss man vorsichtig sein und darf den Worten keinen Glauben schenken. Ich habe mich jetzt aber noch einmal zu Wort gemeldet, Kollege Rock, weil Sie der Linken vorgeworfen haben, die Demokratie zu bekämpfen. Und jetzt muss ich Ihnen aber, glaube ich, noch einmal erklären, was im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht. Im Grundgesetz steht in Artikel 20 Grundgesetz, die Bundesrepublik ist ein demokratischer, ein sozialer Rechtsstaat. Und in der Hessischen Verfassung steht, dass die Aufgabe der Wirtschaft ist, dem Wohle der Bevölkerung und der Befriedigung ihres Bedarfs zu dienen. Und deswegen sage ich Ihnen, der Kampf für soziale Gerechtigkeit, für Solidarität und für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und eine gerechte Verteilung des Reichtums in diesem Land, das ist nicht antidemokratisch, sondern das ist ein Beitrag zur Verteidigung der Demokratie, weil nämlich die wachsende Schere zwischen Arm und Reich eine der größten Gefahren für unsere Demokratie ist und weil sich auch in unserem Land häufig diejenigen, die wirtschaftlich sehr viel besser dastehen als andere, es viel leichter haben, ihre Interessen politisch leichter durchzusetzen. Und deswegen ist der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, für soziale Sicherheit und gleichberechtigte Teilhabe ein wichtiger Beitrag zur Verteidigung der Demokratie. Und ich will auch noch einmal sagen, Sie haben die Worte Demokratie, regelbasierte Ordnung ins Feld geführt, für sich, für die Liberalen in Anspruch genommen. Und das ist Ihr gutes Recht. Aber ich will Ihnen auch sagen, was viele Menschen denken, wenn sie hören von Demokratie und von regelbasierter Ordnung und dann feststellen müssen, dass diejenigen, die das im Feld führen, z.B. im Falle der Verurteilung des russischen Krieges auf die Ukraine,
Wenn aber die Gleichen, die dort die Demokratie in Gefahr sehen und die Werte von Demokratie und Menschenrechten verteidigen wollen in der Ukraine, ihre Augen verschließen davor, dass das NATO-Land Türkei seit Jahren in Syrien die Gebiete der kurdischen Selbstverwaltung bombardiert, ja die Menschen im eigenen Land mit Terror und mit Hass und mit Gewalt übersät, wenn und das auch mit Waffen, die in Deutschland und in Hessen hergestellt werden, wenn seit Jahren weggeschaut wird, wenn im Jemen ein blutiger Krieg geführt wird von einem großen Alliierten des Westens, dem Hunderttausende Menschen zum Opfer fallen und dabei aber vor dieser humanitären Katastrophe weggeschaut wird, und wenn noch in diesen Tagen die Bundesregierung nicht in der Lage ist, in dem Moment, wo Aserbaidschan Armenien überfällt, diesen Krieg als das zu benennen, was es ist, nämlich ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Aserbaidschans auf Armenien, und nicht in der Lage ist, wenn dort ein Autokrat einen solchen Krieg führt, nur weil er vielleicht Erdgas auch nach Deutschland lebt, dann finden viele Menschen diesen Einsatz für Demokratie wenig glaubwürdig. Und wer in der Vergangenheit die Kriege in Irak und in Afghanistan unterstützt hat, mit all den schrecklichen Folgen, und wer auch zum völkerrechtswidrigen Angriff auf Jugoslawien nicht daraus Lehren gezogen hat, der, verehrter Kollege Rock, der muss andere nicht zum Thema Demokratie und Menschenrechte belehren. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Wir sind am Ende der Debatte. So, was machen wir jetzt mit den ganzen Anträgen? Erstmal Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Was machen wir mit dem Europaausschuss? Ja. Wir hatten uns, glaube ich, darauf verständigt, Herr Präsident, dass wir alle Anträge in die Ausschüsse überweisen. Den Antrag, unseren Antrag bitte in den Euer. Also ich habe jetzt also alles in die Ausschüsse, ist okay. Ich habe bei 68 den Europaausschuss, dann haben wir bei 69 den WVA und SIA, und dann kommt das mit dem Sport INA und den dringlichen Antrag FDP auch Europaausschuss. Sind wir einig? Gut, dann überweisen wir das so in die Ausschüsse.